Wir leben gerade in schwierigen Zeiten, in komplizierten Zeiten, in Corona-Zeiten. Und prekär lebende Menschen, also soziale Benachteiligungen, die wir eh kennen. Für Menschen, die in bestimmten Zwangssituationen leben, für Menschen, die zum Beispiel in Sammelunterkünften leben müssen. Ein Befund ist ja, dass marginalisierte Menschen, Menschen, die sowieso am Rande der Gesellschaft sind, durch die aktuelle Situation noch mehr an den Rand gedrängt werden. Genau, also wir sind, wie gesagt, Vertreterin von etwa 25 aktiven Personen in unserer Gruppe. Zum einen ist es eben so, dass alle Maßnahmen, die uns gesagt werden, die wichtig sind zu unserem eigenen Schutz, ja von wohnungslosen Menschen nicht einfach umgesetzt werden können. Linke Wohnungspolitik in Zeiten Coronas. Wo ist eigentlich das Europäische Parlament in der Corona-Krise oder Corona und das bedingungslose Grundeinkommen? So lauteten einige der Titel unseres Gesprächsformats Linksnet Talks, in dessen Rahmen seit März fast 20 Videos erschienen sind. In Person von Jule Nagel haben wir seit Beginn der Corona-Einschränkungen mit Menschen aus diversesten Teilen der Gesellschaft über die Auswirkungen der Pandemie auf ihren Tätigkeitsbereich gesprochen. Im Fokus standen dabei jene Menschen, die in besonderer Weise von Corona und dessen Auswirkungen betroffen sind oder deren Arbeit umso dringender benötigt wird. Den Anfang machte am 24. März der Talk über die Situation geflüchteter Menschen in der Corona-Krise mit Marc Gärtner vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Danach sprach Jule unter anderem mit der Gefangenengewerkschaft GGBO, dem Kabel e.V. als Unterstützungsverein für Menschen ohne Krankenversicherung oder Bellis e.V., die Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung, um die Situation von besonders gefährdeten Menschen durch Corona zu beleuchten. Mit Politikerinnen wie Karin Ley, Cornelia Ernst und Katja Kipping besprachen wir dahingegen die übergeordneten politischen Fragen und Forderungen, die immer öfter auftauchten. Dazu zählten etwa das bedingungslose Grundeinkommen, der europäische Zusammenhalt oder die Wohnungs- und Mietenproblematik. Durch die Talks mit einer Pflegekraft, dem Journalisten und Publizisten Hasnain Kasim, der Leipziger Autorin Christine Koschmieder und dem Leipziger Sportjournalisten Ulrich Krömer kamen schließlich Menschen zu Wort, deren Berufsalltag stark betroffen ist. Inzwischen hat sich die Corona-Situation in Deutschland glücklicherweise vorerst entschärft. Die erste Infektionswelle scheint abgeklungen, das öffentliche Leben kann im begrenzten Ausmaß mit immer weiteren Lockerungen stattfinden und auch der politische Tagesbetrieb kehrt langsam zur gewohnten Intensität zurück. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Frequenz der Linksnet-Talks zu reduzieren. In Zukunft planen wir 1 bis 2 Gespräche pro Monat, stets mit aktuellem politischen Bezug und engagierten Gästen aus dem gesamten Spektrum der kritischen und solidarischen Zivilgesellschaft. Wenn ihr Lob, Kritik oder Vorschläge für weitere Themen oder Gesprächspartnerinnen habt, schreibt gerne eine E-Mail an kontakt@linksnet.de. Wir freuen uns darauf, euch weiterhin mit den Linksnet-Talks auf den Laufenden zu halten.